Ein Jahrzehnt fesselt Familie Drombusch die Serienfans vor die Fernsehbildschirme. Die ersten 12 Folgen des Spektakels sehen ganze 51% der Fernsehhaushalte. Für Schauspielerin Sabine Karak sind die Folgen ein Karrieresprungbrett. Bei den Drombuschs verkörpert sie die selbstbewusste Tochter Marion. Die heute 63-Jährige spielt danach in zahlreichen Fernsehserien und Filmen mit und ergattert dabei zahlreiche Hauptrollen. Von 2007 bis 2010 spielt sie die Hauptrolle in der ZDF-Serie Da kommt Kalle. Doch was ist aus den anderen fiktiven Familienmitgliedern geworden? Witta Pohl spielt die Rolle der Vera, Mutter, Harmoniestifterin und Managerin des Drombusch-Clans. Nach dem Serienaus feiert die Schauspielerin vielfach Erfolge mit TV- und Bühnenrollen. Für die Fans und Kollegen ist es ein Schock, als die damals 73-Jährige 2011 an ihrer Leukämieerkrankung stirbt. Den fiktiven Vater der Familie verkörpert damals Hans-Peter Korff. Seine Figur des Siggi stirbt zum Ärger vieler Fans allerdings den Serientod. Der heute 78-Jährige ist noch immer in vielen TV-Produktionen zu sehen. Zusammen mit seiner Ehefrau Christiane Leuchtmann besitzt er eine eigene Künstleragentur. Den guten Onkel Ludwig stellt die Fernsehikone Günther Strack dar. Nach seinem Serienerfolg spielt der gebürtige Darmstädter bevorzugt Krimirollen wie im Tatort oder Ein Fall für zwei. 1999 verstirbt der Familienvater überraschend. Auch Constanze Engelbrecht lebt heute nicht mehr. In diese Drombus spielt die schöne Blondine die intrigante Brigitte Sanders. Die Rolle der zickigen Intrigantin, der Geliebten oder der Verführerin hat das Schauspieltalent auch in anderen Produktionen perfektioniert. Im Jahr 2000 verstirbt die damals erst 50-Jährige an einem Hirntumor. Auch Marion Kracht legt mit ihrem Charakter der Tina Drombusch den Grundstein für ihre phänomenale Filmkarriere. Sie feiert Erfolge auf dem Traumschiff, bei Babylon Berlin oder zahlreichen Serienproduktionen wie Dr. Klein. Die Drombuschs wären nicht die Drombuschs ohne ihre Oma, gespielt von Grete Wurm. Die leidenschaftliche Schauspielerin flackert schon vor ihrer Rolle in der Seifenoper über Kinoleinwände und Fernsehbildschirme. 2002 stirbt die Filmikone ganz plötzlich an einem Herzinfarkt, bei Hörspielaufnahmen im SWR-Studio. Auch wenn einige der Serienstars nicht mehr leben, bleiben sie den Fans als Familie Drombusch immer im Herzen.